Wenn die Finsternis immer finsterer wird und die Nacht uns zu verschlingen droht, wollen wir dessen eingedenk sein, dass Ostern anbrach, als es Nacht war. Wenn sich die dunkle Nacht der Schwermut einer eisernen Klammer gleich um meine Seele legt und alles Leben aus mir weicht, lass mich in deine Hände fallen, Gott, denn du bist meine Zuflucht in der Nacht der Seele. Alle Kraft ist dein, die Kraft zu bergen und zu trösten, die Kraft aufzurichten und zu heilen, zu verwandeln und zu erneuern, lebendig zu machen und Hoffnung zu wecken. Du lässt es Tag werden in mir, und im Morgengrauen werde ich erkennen, du warst Gefährte meiner Nacht. Darauf kam Jesus mit ihnen zu einem Grundstück, das man Gethsemane nennt, und sagte zu den Jüngern: Setzt euch hier, während ich dorthin gehe und bete. Und er nahm Petrus und die beiden Söhne des Zebedäus mit sich. Da ergriff ihn Traurigkeit und Angst, und er sagte zu ihnen: Meine Seele ist zu Tode betrübt. Bleibt hier und wacht mit mir. Und er ging ein Stück weiter, warf sich auf sein Gesicht und betete: Mein Vater, wenn es möglich ist, gehe dieser Kelch an mir vorüber. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und er ging zu den Jüngern zurück und fand sie schlafend.
Da sagte er zu Petrus: Konntet ihr nicht einmal eine Stunde mit mir wachen? Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Wieder ging er weg zum zweiten Mal und betete: Mein Vater, wenn dieser Kelch an mir nicht vorübergehen kann, ohne dass ich ihn trinke, geschehe dein Wille. Als er zurückkam, fand er sie wieder schlafend, denn die Augen waren ihnen zugefallen. Und er ließ sie, ging wieder weg und betete zum dritten Mal mit den gleichen Worten. Danach kehrte er zu den Jüngern zurück und sagte zu ihnen: Schlaft ihr immer noch und ruht euch aus? Siehe, die Stunde ist gekommen und der Menschensohn wird in die Hände von Sündern ausgeliefert. Steht auf, wir wollen gehen. Siehe, der mich ausliefert, ist da.